Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A New Beginning mit dem Gecko Climber. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben. Und zwar, auf der Konferenz. Und wir wollen da jetzt irgendwie, dorthin, wo wir hin müssen. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir da jetzt weiterkommen können. Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir mit dem Türsteher da machen können. Hat er sicherlich sein Aussehen zu verdanken. Ja, nee. Hallo. Ja? Genau, der mag einfach die Glatze nicht. Warum reagierst du so gereizt, wenn man dich anspricht auf deine... Auf meine was? Deine Ohren? Meine Ohren, wie? Weil sie so auffallen wegen der fehlenden Haare, nicht? Nein, so hab ich das nicht. Ja, ja, das sagen sie alle. Aber ich sehe trotzdem, wie sie mir auf meine Glatze starren. Ja, ist okay. Später nochmal wieder. Wie sie wollen. Ich werde hier so schnell nicht weggehen. So. Eine strahlende Zukunft? Nein, können danke. Wir den mit dem Megafon? Ich weiß nicht. Dann halt nicht. Eine strahlende Zukunft? Nein, danke. So. Den muss man doch irgendwas sagen können, dass die mit dem Türsteher da Krach kriegen. Tja. Das Publikum wartet auf diesen Dr. Braun. Er darf sich auf keinen Fall für die Kraftwerke aussprechen. Sonst war alles umsonst. Okay, der war ja hier drin, ne? Und ist immer noch am Futtern. Ich überlege es mir noch, was wir mit dem machen können. Kann man irgendwas Tolles für in die Bowle rein? Okay. Ja, die Gewürzmischung, wenn wir die auf die Häppchen legen, dann hört er ja auf. So, und hier ist so. Jetzt gucken wir nochmal, was wir denen eigentlich erzählen können. So, stoppt den Kahlschlag. Das könnte der sich doch eventuell gefallen lassen. Stopp den Kahlschlag. Probieren wir es mal. Kein Meiler im Regenwald. Stopp den Kahlschlag. So, mal schauen, ob ihm das gefällt. Kein Meiler im Regenwald. Stopp den Kahlschlag. Seinen so. Beruf hat er sich... Ja, ich würde eigentlich gerne nochmal mit Hallo. Ihm reden. Karlschlag? Ihr glaubt wohl, ich verstehe nicht, worauf ihr anspielt. Ah, jetzt sind wir da, wo ich hin will. Ja. Findet ihr das etwa witzig? Das ist eine vererbte Krankheit. Wenn ihr nicht sofort aufhört, lasse ich den Platz räumen. Wir haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Genau. Du Fascho. Schnauze, ihr Körnerfresser, oder ich zeig euch, was Karlschlag ist. Ach ja? Komm doch her, wenn du dich traust. Oh, jetzt... Wisst ihr was? Das mache ich, wenn ihr nicht sofort aufhört. Okay. Jetzt wird's lustig, weil jetzt können wir mal oben in der Regie nachgucken. Hey! Hallo, Beleuchter! Da unten geht's gerade richtig rund. Ach du meine Güte. Warum sind denn die plötzlich so aggressiv? Oh nein, kommt nicht weiter in Richtung Tiefgarage. Bleibt weg. Bleib bloß weg. Kann man jetzt den Schlüssel haben? Ha! Meiner! So! Was haben wir da eigentlich für einen tollen Schlüssel hier jetzt gekriegt? Das muss ich gerade mal gucken. Nein! Ich wollte eigentlich gucken. An dem Bund hängen verschiedenste Schlüssel. Jetzt weiß ich's. Dankeschön. So, ja, Kahlschlag, klar. So, hier ist ein Schloss. Ein Schalter mit einem Schlüsselloch. Okay, ich wette, da passt mein Schlüssel rein. Huh. Ist das das Fahrzeug? Das ist also das Ding, von dem der Beleuchter so geschwärmt hat. Das stinkt ja selbst im Stehen noch nach Abgasen. Schrecklich. Ja, so war es halt zu der Zeit. Oder so wird es wahrscheinlich zu der Zeit noch sein. Abgeschlossen. Dann halt mit dem Schlüssel. Oh je.
Das sieht aber kompliziert aus da drin. Wozu wohl all diese Schalter und Hebel da sind? Komm, zeig mal hier das Ding. Bedienen. Mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Hebel... Oh, das geht böse aus. Oh, das war wohl der Selbstzerstörungsmechanismus. Das war uncool. Okay. Dieses Ding wird die Umwelt nie wieder verpesten. Mhm. Das fährt nirgendwo mehr hin. Ist hier noch was, was ich mitnehmen kann? Oje, 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 wir kriegen gleich so dermaßen Ärger. Ein Kartenschloss, aber da wird der Schlüssel hier nicht passen. Weiß nicht. Okay, gut, jetzt gehen wir mal wieder hoch. Haben wir ja doch noch eine Menge hingekriegt hier jetzt. Ha! So, mal schauen, ob der jetzt gemerkt hat, dass sein geliebtes Auto... Jetzt ist er weg. Das tut mir aber leid, tut es mir. Die Dreckschleuder ist kaputt. Mhm. Und was haben wir hier? Die Dreckschleuder ist... Okay, da war hier dann der Schrank. In diesem Schrank sind die Kontrollen für die Lüftungsschotts am Eingang. Yay, da kriegt man die doch auf. So, Schottsteuerung. Ja, Damit kann ich die Belüftungsschotts am Eingang öffnen und schließen. Dann Attacke. Jetzt sollten die Schotts auf sein. Salvador! Salvador, bitte komm! Ja! Die Schotts sind jetzt auf. Du kannst jetzt rein. Ich hoffe mal, das war ein Zu-Befehl, Faye. Wir sehen uns dann gleich drin. Na dann, gucken wir mal, wo der Salvador jetzt ist. Immerhin, wir haben den jetzt mal hier soweit. Hey! Hallo? Salvador! Ah, da bist du. Wo ist dieser Dr. Braun? Der steht immer noch am Buffet, als wäre er festgewachsen. Hm. Die Wachen dürfen mich nicht sehen, also bring ihn am besten hierher. Und wie soll ich das anstellen? Keine Ahnung, lass dir was einfallen. Okay, was haben wir denn hier alles? Gucken wir mal rein in die Schränke. Ah, da ist Orangensaft. Orangensaft? Wie lange der hier wohl schon steht? Ja, so wie der aussieht erstmal. Hm? Sagt sie was? Ich weiß nicht, ob das kleine Bröckchen oder Tierchen sind, die da drin rumschwimmen. Ehrlich gesagt will ich es auch gar nicht wissen. Okay, dann steht er da doch schon ein paar Tage länger. Machen wir den mal wieder zu. Gibt's noch was Interessantes? Das sieht so... Nee. Hm. Gar nix. Ah, da ist er reingekommen. Okay. Wissen wir mal jetzt den Orangensaft in die... Also die würde ich unter keinen Umständen mehr trinken. Oh, okay. Ich glaube, ich weiß, was wir dem anbieten müssen. Ich habe einen Plan. So, hallo Dr. Braun. Ja. Einmal die Gewürzmischung. Auf die Häppchen. So. Na, jetzt fang doch mal an zu. Und dann gab ich Dr. Braun die verdorbene Bohle. Warum? Wollten Sie, dass er auf die Toilette rennt und sich übergibt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Oh, ich habe vergessen, dir etwas zu erzählen. Also nochmal, Braun hustete und ich gab ihm noch nicht die Bohle. Okay. Gut, da fehlt noch was. Frage, was? Salvador... Spinne, Naja. Sieht sehr ruhig aus. Als ob er einen Plan hätte. Nein, das geht auch nicht. Salvador, dann, Da bist du ja endlich. Wo ist Dr. Braun? Ich konnte ihn noch nicht hierher locken. Dann beeil dich. Du musst ihn zu mir bringen, bevor er seinen Vortrag hält. Ich hätte jetzt eigentlich ganz... Na toll, da hängt das Spiel schon wieder. Jetzt. Können wir noch Gewürzmischung in die verdorbene Bohle? Nö.
Was soll man da jetzt reinpacken, dass der jetzt auf die Toilette rennt? Haben wir noch irgendwas Tolles im, Hier war sonst nichts mehr, oder? Da war nur noch dieser Schrank. Gehen wir aufs Seitenstück, dass wir mal sehen können, was da alles drin ist. Nö, nö, nö. Nichts mehr, was auch nur ansatzweise nach Hotspot aussieht. Toll! Juhu! Okay. Haben wir hier noch was anderes Tolles? Da haben wir nur die Gläser, ja. Sieht ekelhaft aus und riecht noch viel schlimmer. Okay, da muss anscheinend noch irgendwas dazu, dass er es nicht merkt. Aber was? Das kann warten. Na gut, dann halt nicht. Finden wir hier unten. Haben wir hier noch was übersehen? Und wo ist eigentlich der Typ da, dem das Auto gehört? Und der jetzt plötzlich weg ist? Okay, gut. Das funktioniert alles soweit nicht. Aber wir sind schon mal zwei Schritte weiter. Das ist doch schon mal viel wert. So, da drinne war nichts mehr. Da muss irgendwo anders noch was sein. Vielleicht haben wir ja in der Regie noch was übersehen. Irgendwas Spannendes. Können wir hier noch das Video in die Videorekorder? Das Video so ohne Kommentar zu zeigen, wird keine große Wirkung haben. Aber ich behalte die Idee mal im Hinterkopf, für später. Okay, was haben wir hier? Das sind nur die Armaturen, die Monitore, die Schottsteuerung. Da ist das Fenster, das interessiert mich aber nicht. Ja, ich muss gucken, Face, tut mir leid. Ja, das war's. Kann mal am Ringball, stopp den so. Ja. Während die es hier noch sich weiter unterhalten, gucken wir doch mal. Vielleicht hat ja der Oggi noch was Tolles da. Hallo Oggi. Hi, Frau aus der Zukunft. Oh, schade. Ich habe immer noch nichts Neues für dich. Aber falls sich das ändert, bist du der Erste, der es erfährt. Cool. So, was haben wir denn noch? Ist hier noch die... Können wir einen Kaffee noch mit in die Bohle? Lieber nicht. Na gut, dann halt nicht. Maschine. Sitzecke. Noch mehr Gewürze, ja toll. Die bringen mir jetzt aber auch nichts mehr. Geschirr, Herdplatte, das haben wir ja alles schon benutzt. Blümchen, die Kamera. Da war nirgends mehr irgendwas, was noch interessant gewesen sein könnte. Die Tür können wir sowieso nicht benutzen. Und nach vorne geht's auch nicht. Ja. Irgendwas Tolles muss hier noch mit rein, weil das Ding... Sieht ekelhaft aus und riecht noch viel schlimmer. Ja, da muss irgendwas Tolles noch rein. Nee, das hat man schon. Ja, das hat man alles schon. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie es denn hier jetzt weitergehen könnte. Da geht's auch nimmer. Kann mal am Ringball! Stopp den Kassler!
Wir können jetzt ja auch nochmal probieren, die jetzt da draußen mal wieder ein bisschen zu besänftigen. Oder können wir vielleicht jetzt neue Sachen zu denen Kein sagen? Mal am Ringwald! Stopp den Kahlschlag! Was sagen Kein sie denn? Hört mir zu! Hört ihr zu! Ah, dann lassen wir doch den Kahlschlag. Kein Mal am Ringwald! Stopp den Kahlschlag! So, da ist das Gebäude. Können wir eigentlich hier noch irgendwo hin? Stopp den Kahlschlag! Nur die Rolltore und Kein das war's. So, also die verdorbene Bohle funktioniert so nicht. Da muss noch irgendwas mit dazu. Will der vielleicht inzwischen reden? Hallo. Die Welt wird bald untergehen. Manche Leute wollen einfach nicht hören. Vielleicht kann er auch nicht hören. So, ja. Was soll man dem jetzt da reinpacken? Den können wir nur zumachen und mehr war da nicht mehr. Nur der Salvador. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier drinnen mehr finden. Na gut, na gut, na gut. Was für einen Plan könnten wir denn noch haben? Können wir den... Sieht ganz gut aus. Können wir den da drinnen... Nee. Schade, ich hätte gedacht, dass wir vielleicht den Zucker da drinnen lösen können, und dann schmeckt man das nicht so. Gut, dann halt nicht. Ansonsten haben wir nichts mehr für da rein. Können wir die verdorbene Bohle in die Bohle füllen? Nö. Warum auch? Weiß nicht. Und da kann man auch nur... Ja, da können wir auch sonst nichts mitmachen. Vielleicht will der ja inzwischen... Er macht das toll. Ich wette, nicht jeder kann so eine Maschine bedienen. Ja, das hat man schon. Kannst du auch mal was anderes spielen? Scheinbar nicht. Ja, was sollen wir jetzt mit dem machen? Ich kann ihn zum Husten bringen, aber ich kann ihm noch nichts anbieten. Ich müsste das Zeug jetzt irgendwie ein bisschen besser riechend machen. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie? Können wir das Glas mit den anderen Gläsern benutzen? Oder auch nicht. So, auf die Bühne kommen wir ja nicht. Da brauchen wir ja den, da muss wahrscheinlich der Salvador irgendwas machen. Aber hier oben war auch nichts mehr. Können wir die Armaturen irgendwie bedienen? Lieber nicht. Eine falsche Bewegung und die ganze Konferenz weiß, dass ich hier oben bin. So, und was haben wir denn hier für einen Monitor? Die Dreckschleuder ist kaputt. Ja, und der die hier? Die Dreckschleuder. Ja, die interessiert sich nur für die Dreckschleuder. Na toll. So, das sind nur die Geräte. Und hier war sonst nichts mehr. Damit kann ich die Belüftung... So, okay. Kein Mal am Ringwald! Stopp den Kann ich das eigentlich hier drüber rein? Zum Glück komme ich auch weniger umständlich ins Gebäude. Kein Mal am Ringwald! Stopp den Kahlschlag! Na gut, dann halt nicht. Kein Mal am Ringwald! Stopp den Kahlschlag! Haben wir hier noch was drin? Vielleicht haben wir hier noch irgendwas Richtung Rationen oder so drin, ne? Soweit sie uns auch gebracht hat. Haben wir hier noch was Tolles? Nö, natürlich nicht. Hm.
Das ist schlecht. So, und was soll man jetzt hier noch in die verdorbene Bohle noch reinpacken? Weil den Kaffee will sie ja nicht. Eine dicke braune Flüssigkeit tropft aus der Maschine in einen Behälter. Vermutlich irgendein künstlicher... Ja, das hatten wir alles schon. Können wir die Bohle auf der Herdplatte ein bisschen nicht auskochen, okay. Einmal benutzt und schon weggeworfen. Schrecklich. So, Das funktioniert auch alles nicht. Yay! Schiff, die Blümchen. Was sind das eigentlich für Blümchen? Sieht nicht so aus, als ob sie vor kurzem gegossen worden wäre. Ja, da haben wir nur noch die Koje und das alles. Und nichts, was auch nur ansatzweise in die richtige Richtung gehen würde. Vielleicht stelle ich mich aber auch nur einfach wieder mal zu dämlich dran. Das wäre ja auch nichts Neues. So, okay, was haben wir denn noch? Ich meine, so viele Screens haben wir ja eigentlich gar nicht. Wer braucht denn gleichzeitig drei Monitore? Ich lasse die Monitore besser an, bevor ich noch Ärger kriege. Auch wenn das reinste Stromverschwendung ist. So, dann aber hier sonst nichts mehr. Nur noch die Funkanlage, aber die wird uns auch nicht weiterhelfen. Vielleicht... Eine Sache probiere ich jetzt nochmal kurz. Ich schaue mal, ob ich mit dem Professor nochmal geschwind reden kann. Vielleicht lässt er ja mit sich reden. Hallo. Ah, Sie schon wieder. Was wollen Sie? Frag mal doch einfach. Kannst du kurz mitkommen? Ein Freund von mir würde gern mal mit dir sprechen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen gestattet hatte, mich zu duzen. Und nein, ich kann hier jetzt nicht weg. Mein Vortrag beginnt demnächst. Okay. Das Essen sieht wirklich lecker aus. Es sieht nicht nur so aus, es schmeckt auch. Probieren Sie mal. Kein Vergleich zu dem Fraß, den andere Konferenzen manchmal anbieten. Und vor allem nicht zu stark gewürzt. Das kann ich gar nicht leiden. Okay. Ah, dann machen wir doch mal weiter noch. Also die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach. Was hast du denn gegen stark gewürztes Essen? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen gestattet hatte, mich zu duzen. Was Ihre Frage angeht, ich vertrage einfach keine starken Gewürze. Meine Schleimhäute sind da sehr empfindlich und... Ja. Das war jetzt mehr, als ich wissen wollte. Okay. Ich muss weiter. Bis später. Nehmen Sie sich am besten noch ein Häppchen mit. Es lohnt sich. So, können wir noch eins nur Sieht angucken. Lecker aus. Oh ja, probieren Sie doch auch mal. Okay, dann müssen wir in der nächsten Folge überlegen, wie wir den jetzt mit der nicht ganz so verdorbenen Bohle irgendwie dazu kriegen, da hinten zu gehen. Aber da wird uns schon auch noch irgendwas... Können wir nicht einfach die Gewürzmischung da rein... Ja, das war so klar, dass das nicht funktionieren konnte. Na gut, dann probieren wir es dann in der nächsten Folge nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!